Und? Was wollen die haben? So, ja, von mir aus mache ich auch wieder die Deutschlandfahne hin. Ohne drin. Vom letzten Mal. Hier ist genau verbrannt. Du bist die USA, ich oder? Ich bin die USA. Dann nimm mal so einmal. Ist da drin? Hier steht aber eine schwarze. Ist das ganz klar? Ich will die Bezüge. Ja. Können wir gucken, dass wir Lilly ab und zu auf die Schulter nehmen? Frau Monobahn. Was geht denn nun? Wirklich? Ich bin Banker heute. Nein, auf meine Schulter. SPD-Zentrale. Offenes Mikrofon. Jeder darf seine Meinung sagen. Schluss mit Unterdrückung. Seit drei Monaten in über 100 Städten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, sogar Norwegen und Spanien gehen Tausende von Menschen auf die Straße und im Fernsehen wird nichts davon berichtet. Wir brauchen endlich Frieden, Schluss mit dem Krieg. Mindestlohn für alle. Nein, bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Und den Mindestlohn führen Sie ein erst nach 10, 20 Jahren. Alle Länder haben das schon lange. Schon lange. Herr Geld, kommen Sie damit aus. Viel zu spät. Total sinnlos. Liebe SPD, schauen Sie die Kriegsfrage rein. Regiert. Wir wollen Frieden. Genug. Keine Aufkommen hier. Kein Freihandelsabkommen. Das ist ein Versklavungsabkommen. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Stopp die NATO, stopp die Svoboda in der Ukraine. Die letzten Folge mit Freiburg und Kosovo. Während zeitgleich die Regierung aus Kiew den Waffenstillstand in die Kameras lächelt. Hört auf mit der Heuchlerei!
Zeit. Ich frage jeden einzelnen Abgeordneten in diesem Haus. Ich spreche euch persönlich an. Wo seid ihr? Wo ist eure Menschlichkeit? Wo sind eure Reden für den echten Frieden? Ich bin mir sicher, auch euch fällt schon lange auf, dass das, was hier abgeht, keine Demokratie ist. Stattdessen wohl eine gut verpackte Diktatur, in der Paragraphen durch Unterparagraphen einfach wieder aufgehoben werden. Es werden Gesetze verabschiedet, über die nicht einmal abgestimmt wird. In diesem System ist die Würde des Menschen nicht unantastbar, sondern mit Füßen getreten. Auch eure Würde und Rechte werden missachtet und übergangen. Es werden Entscheidungen über unsere aller Köpfe hinweg getroffen. Schließlich tragen wir alle noch einen Personalausweis. Auch ihr. Könnt ihr eigentlich ruhig schlafen in der Nacht, wenn ihr mit offenen Augen und Herzen in die Welt schaut? Ich kann es nicht und ich sitze nicht im Parlament. So aus meinem menschlichen Verständnis heraus müsste euch euer Gewissen unglaublich plagen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt eins. Ich persönlich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich nur etwas Unschönes oder Gemeines denke. Ich weiß mir nicht vorzustellen, mein eigenes Volk, meine Kinder, Eltern, Freunde mit Fluorhuhn, Fracking, Chemtrails, Demos, Aspartam, Fluor und so weiter zu vergiften. Dies geschieht in eurem Namen. Wie könnt ihr das verantworten? Könnt ihr euch überhaupt im Spiegel anschauen? Ich meine, dass ihr uns sicher anschauen könnt und wollt, kann ich in gewisser Weise verstehen. Denn vor uns habt ihr euer Gesicht schon lange verloren. Wenn ihr uns gegenüber tretet, bliebe euch womöglich nichts anderes übrig, euch als Menschen zu bekennen und euch neben uns zu stellen, anstatt Marionetten eines Systems zu sein, in dem auch ihr einfach austauschbar seid. Ist das wirklich eure Wahl? Ist das die Vision eines Menschen, der für die Demokratie einsteht? Meine ist es nicht. Und auch nicht die derer, die hier mit mir stehen. Ich bin für die friedliche Gerechtigkeit, die Freiheit und Gleichheit aller Lebewesen und Lebensformen. Ich hätte keine Forderung für euch. Ich schließlich habe ich keine Macht über mich. Denn die Gedanken sind frei. Eine Idee kann man nicht töten oder unterdrücken. Was ich tue, ist, an eure Menschlichkeit zu appellieren. Erinnert euch, ihr seid Menschen genauso wie wir. Der Schwarm hat Platz für alle. Seid wieder menschlich und lasst eure Masken fallen. In Solidarität mit allen unterdrückten Menschen dieser Stadt und der Welt. Ein Mensch. Ja, Herr Diktator. Alles, was du willst, Bürger. Europa steht ohne Meinung hinter dir. Kapitalismus. Stoppt den Wahnsinn, die Ausbeutung.
hat unser liebes Finanzministerium spielt in der ersten Liga mit bei diesem Spiel. Oder man es lesen kann, ne? Kommt mal. Hurra, es ist Montag! Verhindert TTIP! TTIP ist ein Lobbydeal, den zu verhindern, unser Ziel! Wir liegen in den Ketten der USA, helft uns, sie zu sprengen! EU lässt sich ins Kettenhemd pressen. Von einem einzigen Menschen, der verhandelt für ganz EU. Stopp das Schuldgeldsystem. Europa. Stopp die Europolitik. Stopp die Versklavung der Menschheit. Wir wollen diese neue Weltordnung nicht. Wann wird dieses Land endlich souverän? Friedensverträge, bürgerliche Verfassung, Schluss mit der Oberziehung. Wir wollen raus aus dem Fahrwasser der USA. Vor allen Dingen mal eine gerechte Berichterstattung, nicht so einseitig, wie sie dargestellt wird. Fangt an, selber nachzudenken. Fangt an, euch zu informieren. Kommen Sie mit. Um 18 Uhr geht's am Alexanderplatz und am Potsdamer Platz, als scheiße Washingtonplatz, vor dem Hauptbahnhof umgezogen. Es gibt zwei Mahnwachen inzwischen in Berlin. Alexanderplatz und Washingtonplatz. Wir laden ein zu einem Stadtspaziergang mit guten Folgen. Fernsehen ist nur für die Verdummung da. Ich mag Fernsehen, also ja, sind die alle so. Bitte bitte ein Lobbydeal, den zu stoppen, unser Ziel. Dann bin ich auch mit dir. Frieden schaffen ohne Waffen! Frieden! Ja, mach mal! Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! Frieden, Freiheit, in Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, Spanien. Ich bin jetzt top. Das ist auf der Bühne, ist noch viel lauter. Oh, aber nicht mit so einem Megafon. Frieden schaffen ohne Waffen. Nein zur EU-Diktatur. Diplomatie kann nur mit Worten stattfinden, niemals mit Waffen. Haben keine Angst vor Dein Freundeskreis, ich habe keinen.
Regierung ist verantwortlich für die Situation auf der Welt. Habe ich da nicht mehr zu trinken drin? Lass uns nicht so lange verarschen. Und diese Presse. Stopp die Lügenbilder. Aber die Augen. Aber das sieht geil aus. Hast du schon? Nee. Ich möchte auch. Wir haben den Endlich verloren. Ich möchte auch mal im Endlich sehen. Vor lauter Krieg könnt ihr sehen. Clemens Trautmann, Springer Verlag, Büroleiter Döpfner, Mitglied der Atlantikbrücke, Dietrich Dr. von Kleden, Springer Verlag, Leiter Regierungsbeziehungen, Matthias Döpfner, Springer Verlag, Vorstandsvorsitzende. Und diese Liste lässt sich noch weiter fortsetzen, aber wir wollen jetzt weiter. Aber hört auf uns zu belügen! Wir sind wieder! Mitarbeiter des Springer Verlages, ich habe doch tatsächlich letztens einen geschwärzten Arbeitsvertrag gesehen. Euch wird vorgeschrieben, ihr müsst für die USA und Israel und die NATO uneingeschränkt immer berichten. Aber ich sage euch, wenn ihr Mut habt, jedes deutsche Arbeitsgerecht würde dies für null und nichtig meines Erachtens empfinden, denn es ist sittenwidrig und es entspricht nicht den Arbeitsrechtlinien. Seid einfach mutig! Jawohl! Ich verlese den Staatsvertrag für Rundfunk- und Telemedien. Paragraph 10, Berichterstattung, Informationssendungen, Meinungsumfragen. Absatz 1. Berichterstattung und Informationssendungen haben den anerkannten journalistischen Grundsätzen, auch beim Einsatz virtueller Elemente zu entsprechen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. Wir können euch verklagen. Wir gehen jetzt weiter! Wir spannen Sie! Wo ist das Bescheid? Familie Feuer. Okay.
hier so sein wie Karsten. Das ist auch vertraglich festgelegt, dass die Amerika, also pro-amerikanisch. Und ich sag dir auch warum. Küssen, das geht auf keinen Fall alleine. Denn dazu braucht man einen anderen Mund. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Diskrepanzen, wir haben Experten zu tausend Problemen. Rauchen, trinken, feiern, Dienstag, wir lachen wenig und fletschen Zähne. Regen nur zu schnell auf den, zu spät ins Bett. Wir leben zu dringend, viel zu spät auf den Flickern. Und ja, wir beten sie zu selten. Wir glauben nicht mehr, und dann sind wir tiefer Scheiße. Doch wir uns in unser Herz. Achten so oft, und wir lieben sie so oft. Wie wir es nicht mehr, wie man nicht mehr schreibt. Wir schauen uns an den Tag. Wir haben hier die Hüfte gefühlt, doch nicht in der Bewerbe. Kommen wir heute und morgen, aber das gewinnt sich am Leben. Wir wir laufen über Wasser, tanzen auf Rasierklingen. Wir können Atome spalten, doch nicht in Spalten. Und ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Weißt du, was du tust? Wir kennen die Spalten nach der Vollbringung.
können Atome spalten, doch nicht die Spalten, und ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Zukunft liegt im Mond. Die Tiefpunkte fliegen bis zum Mond, doch die Menschen laufen am Mond, und die Mieten sind so. Auch die Tiere sind im Mond, die Punkte geht es immer nicht. Und das Ziel wird die Brot, und die Geschichte lässt vergessen. Abschaffung des Buß und Peters, kein Gewinn mehr, schon mir meine Zukunft später. Zuckerberg reif und er weiß sogar, wen du gewählt hast. Wir kennen Schweinemacher und trinken große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanken auf das Bier trinken. Wir können Atome spalten, doch nicht die Spalte nutzen. Ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Doch die Bahn weiter den gleichen Plan. Bis der letzte Baum gefällt ist. Dieser Botschaft steht in keinem Verhältnis. Die kennen nicht mal die Nachbarn und bringen große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf Radierklingen. Wir können Atome spalten, doch ich nicht spalte noch. Ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Weißt du, was du? Die kennen nicht mal die Nachbarn und bringen große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf Radierklingen. Wir können Atome spalten, doch ich nicht spalte noch. Ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Alle Leute sollen sehen, was ihr dabei habt. Bitte danke, kommt ihr durch. Das ist die Aktivistengruppe, die seit 5 Wochen jeden Montag die Straßen rockt und die Menschen überzeugen möchte davon, dass sie weiter nachdenken sollen als bisher. Das ist so wichtig, was die Jungs und Mädels hier machen. Und da sind sie endlich. Unsere super Aktivisten. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit! 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 Jungs, Freunde! Wir haben gestern was verabredet. Wir brauchen die. Ich hoffe, der ein oder andere erinnert sich davon. Oder daran noch. Ich bitte nach vorne, Bianca. Liebe Polizei, danke, 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 dass ihr so nett wart und uns begleitet habt. Für unsere Zuschauer, die nicht wissen, was jetzt hier eigentlich los ist. Also, das sind die Friedensdemonstranten, die jetzt die ganze Straße 1,5 Stunden von dem Mehringplatz bis hierher unterwegs waren und öffentlich gezeigt haben, was wir von vielen Sachen halten, die uns nicht gefallen. Zum Beispiel, aber das werden sie euch selber erzählen, haben sie einige Stopps unterwegs eingelegt. Und an dieser Stelle wollte ich daran erinnern, jeder der Aktivisten ist jetzt aufgefordert, kurz mal zu sagen, was er heute gemacht hat. Und ich würde sagen, wir fangen mit Bianca an. Danke. Ich bin Bianca aus Hamburg
Und ich mache diesen Sternlauf mit, weil es Zeit wird, endlich aufzustehen und Leute wie euch darauf aufmerksam zu machen, dass ganz viel im Argen liegt und ihr nicht weiter bei Primark einkaufen geht, weil da ganz viele Leute drunter leiden, die Klamotten für euch nähen. Ja? Es war schön, das alles billig zu haben, aber es geht ja hier auch um Empathie und man soll ja andere Leute so behandeln, wie man selber gerne behandelt werden möchte. Also ihr möchtet nicht für einen Hungerlohn arbeiten, also verlangt das nicht von anderen. Frieden. Der Nächste bitte, danke. Okay, dann stell dich kurz vor, ganz kurz und knapp, sonst dauert es nachher zu lange, aber mach ruhig. Ja, ich bin Amy aus Bremen. Ich hatte letztens eine Arbeit über Arbeiter in Bangladesch und dass die für einen Hungerlohn bei Primark, für Primark Kleider herstellen und dass die auch schon, wie heißt das? Die haben Nachrichten in Kleider eingenäht, dass die nicht mehr so weiterleben wollen und die Leute, die da für einkaufen, sind für mich Verbrecher und die sollte man einsperren. Und ja, das ist ja nicht umsonst so billig, weil die kriegen da auch nicht so viel Geld. Und ja, das war's eigentlich. Ja, gut! Ich bin heute das erste Mal aktivistisch tätig geworden, will ich mal so sagen. Und zwar haben wir beim Axel Springer Verlag Halt gemacht. Weil es einfach nicht geht, dass wir für manipulierte Medien auch noch bezahlen müssen. Und ich habe den Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien vorgelesen, den ich hier gerne noch mal kurz euch auch noch mal kundtun möchte. Paragraph 10, Berichterstattung, Informationssendungen, Meinungsumfragen. Berichterstattung und Informationssendungen haben in den anerkannten journalistischen Grundsätzen auch beim Einsatz virtueller Elemente zu entsprechen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. Leute, die verarschen euch. Und dann habe ich auch noch verlesen, wer denn in diesen repräsentativen, angeblich objektiven Medien in welchen Thinktanks sitzt. Und habe mir jetzt mal eine von diesen Amerika-freundlichen und zu deren Zufriedenheit embedded Journalisten rausgesucht. Und ich möchte gerne noch mal ein paar davon vorlesen. Ihr wisst sicherlich nicht, was die Atlantikbrücke ist. So ganz so genau weiß ich das auch nicht. Ich weiß nur, dass die teilweise Reden schreiben für unsere Politiker, dass die sagen, was sie berichten dürfen und was nicht, was amerikanischer Berichterstattung entspricht oder was eben halt auch nicht, was erwünscht ist und was nicht erwünscht ist. Ich verlese jetzt mal einige Namen, die ich ganz gerne mal nennen möchte, damit euch mal bewusst wird, was ihr zu lesen bekommt, wenn ihr euch nicht unabhängig auch im Internet informiert. Mitglied der Atlantikbrücke, Dinkmann Kai, Bild-Zeitung, Chefredakteur. Mitglied der Atlantikbrücke, Michael Stürmer, Die Welt, Chefkorrespondent, Deutschlandfunk, Deutschlandkultur, Autor. Clemens Trautmann, Axel Springer Verlag, Büroleitung. Marc Huyer, Springer Online. Trautmann Clemens, Springer Verlag, Büroleiter. Dietrich Dr. von Kleden, Springer Verlag, Leitung, Regierungsbeziehungen. Matthias Döpfner, Springer Verlag, Vorstandsvorsitzender. Ja, diese Namen habe ich dort verlesen und ich hoffe, ihr denkt mal darüber nach, was das für eure Realität bedeutet und für das, was auch im Rundfunkstaatsvertrag eigentlich steht. Leute, normalerweise können wir diese Leute verklagen. Hallo Perdita, ich freue mich, dich zu sehen. Hallo. Oh, hallo, mein Name ist Perdita, bin schon älteres Semester und bin seit der zweiten Bahnwache am Brandenburger Tor dabei. Meine Themen sind in dem Sinne Monsanto, Gentechnik, Roundup, diese ganzen Herbizide, Fungizide, verseuchtes Essen und natürlich auch das bedingungslose Grundeinkommen, ja, was für alle da sein sollte. Ein Mindestlohn bringt uns nämlich im Grunde genommen gar nichts, vor allen Dingen, wenn man den wieder für viele Gruppen ausklammert. Ich versuche die Gruppe so wie ich kann nach Kräften zu unterstützen, laufe seit dieses Mal das zweite Mal mit, ja, und bin ansonsten hier öfter mal montags, mittwochs, vielleicht auch mal freitags oder samstags hier anzutreffen. Dankeschön, Perdita. Carsten. Das ist
Alter. Immer noch Mann, Podcast. Christian, entschuldige. Hallo, ich bin Christian, ich bin Student hier in Berlin und wir haben uns heute unter anderem mit den Augenbinden hier vor das Axel Springer Haus gestellt. Einfach um mal zu zeigen, die berichten nur, wie es ihnen gerade passt, beziehungsweise wie es ihnen vorgeschrieben wird. Es findet keine unabhängige Berichterstattung statt. Und ich möchte einfach nochmal als Student hier in Berlin aufrufen, dass sich viel mehr Studenten an diesen Protesten beteiligen, weil früher waren Proteste schon Studentenhand und heute wissen Studenten teilweise nicht mal, was TTIP ist. Das ist traurig. So standen wir alle da. Danke. Ich danke dir. Kurz und knapp, wenn es geht. Ja, mein Name ist Manfred und ich bin froh, dass ich auch einmal hier ein paar Worte sagen darf. Ich bin jetzt seit Ende März dabei. Das müsste heute meine 13. oder 14. Montags-Mahnwache sein. Ich bin jetzt beim dritten Demo-Zug mit dabei. Und mein Thema ist ganz eindeutig auch eben diese Europolitik. Ich bin dagegen. Lasst euch nicht versklaven von einer kleinen, kriminellen, korrupten Finanzelite. Ich lehne auch diese Freihandelsabkommen ab, TTIP, TISA und vor allem dieses Schuldgeldsystem. Weg mit diesem Schuldgeldsystem. Ich fordere auch eine andere Politik und vor allem mein Thema ist auch, einige kennen mich ja von Facebook. Ich poste da ja ziemlich viel. Also bei mir geht es auch um Familienpolitik, um Jugendamt. Wir müssen endlich ein souveränes Land werden mit gültigen Friedensverträgen, mit einer gültigen Verfassung. Diese Umerziehung muss endlich beendet werden. Diese schreckliche Umerziehung des deutschen Volkes. Auch wir sollten endlich gesunde Menschen werden, selbstbewusst mit einer gesunden Persönlichkeit. Und diese Umerziehung, vor allem durch diese desolate Familienpolitik, durch diese Jugendämter, sollte endlich beendet werden. Ich bin eben ein betroffener Vater. Und ich bin auch schon seit 3 Jahren als Ein-Mann-Demo unterwegs. Und ich bin jetzt froh, dass ich auch hier mich bei den Montagsdemos mit einklinken konnte. Denn hier ist so viel Energie und so viel Mut und so viel wirklich mutige Leute, die auch wirklich etwas verändern wollen. Denn wir müssen etwas verändern. Es darf so nicht mehr weitergehen. Diese neue Weltordnung darf nicht eintreten. Also ich bin dagegen. Lasst euch nicht versklaven. Vor allem bin ich auch gegen diese Medien, diese verlogenen Medien. Lasst euch nicht mehr belügen, lasst euch nicht länger verarschen. Und ich bin jetzt froh, dass ich mal ein paar Worte sagen konnte. Eigentlich hätte ich gerne schon am letzten Montag vor der CDU-Zentrale ein paar Worte gesagt, aber da war ich ein bisschen zu spät. Und ich bin froh und dankbar, dass hier jetzt auch diese zweite Mahnwache in Berlin stattfindet. Berlin könnte noch viel mehr Mahnwachen vertragen. Und vor allem bin ich dankbar für dieses offene Mikrofon, dass jeder hier etwas sagen kann, dass endlich diese Obrigkeitshörigkeit aufhört. Also ich möchte mich nicht mehr von oben dauernd bevormunden lassen, wie es ja in Deutschland der Fall ist. Deshalb Dankeschön und macht weiter so. Super, dass es euch alle gibt. Dankeschön. Wir danken dir. Danke. Ja, hallo, mein Name ist Thorsten. Ich bin eher so in diesem Themenbereich halt. Lauter, du musst dich daran. Ah, oh, ich muss her. Okay, jetzt nochmal. Also mein Name ist Thorsten. Ich bin eher so in diesem Bereich so, halt Geheimdienste halt oder halt Hacken halt. Oder also wie gesagt, wie könnt ihr euch selbst vor dem Staat schützen? Ja. Und dafür stehe ich halt auch halt hier, da könnt ihr auch dann halt zu mir kommen und Fragen stellen. Hier in dieser Gruppe gibt es auch Leute, die halt auch halt samstags in einem Internetcafé anbieten halt, euch aufzuklären, wie ihr euch besser schützen könnt, ja. Also da könnt ihr hier euch informieren und ich zu meiner Person nur ganz kurz halt, ich bin halt Ringermeister, ich komme aus der ältesten Ringerfamilie dieser Stadt, auch aus der erfolgreichsten, wenn ich mal so sagen darf. Und für mich ist es eine Ehre, unter diesen Menschen halt bei zu sein und mit ihnen halt diesen Weg des Friedens zu gehen. Und ich kann nur jeden einladen, sich mit diesen liebevollen und friedvollen Menschen, ja, sich halt zu verständigen. Hallo, ich bin Sven. Ich bin mit dabei, weil die Sache in der Ukraine ein riesiges Pulverfass ist und wir hoffen alle, dass es da nicht eskalieren wird.
aber die NATO und die EU, Amerika, die legen alles darauf an. Und ich habe hier vorne meinen fast 2 Jahre alten Sohn und ich will, dass er ein besseres Leben hat als wir. Lars. Hallo Alexanderplatz. Hi, schön euch zu sehen. Zum ersten Alexanderplatz am Montag. Also, ganz aufgeregt, wow. Also ich finde das großartig, dass hier so viele heute gekommen sind. Und wir stehen ganz am Anfang. Ich wollte nur sagen, dass wir weitermachen müssen und dass wir viel mehr werden müssen. Und wir müssen viel mehr erfahren. Ich will auch gar nicht auf die Einzelthemen jetzt runterbrechen. Das kommt alles nach und nach. Und ich will nur, dass wir mutig und ohne Kompromisse an die Themen rangehen und die erarbeiten und Lösungen finden und mutig bleiben und uns nicht einschüchtern lassen, komme wer da wolle oder welche Institution auf uns dann schießen wird. Ich will, dass wir stark gemeinsam zueinander finden und das ergibt sich dann schon. Wir finden unsere Themen. Schönen guten Tag, mein Name ist Raphael, ich bin Berliner und habe die Montagsdemos Ende der 80er nur so am Rande mitgekriegt, weil ich noch relativ jung war. Und mein eigentlicher Broterwerb ist die Informationstechnologie. Das heißt Information, warum, wie, was. Was heißt das eigentlich? Was ist Information? Information bekommt man mit Fragen. Es gibt verschiedene Fragen. Das menschliche Gehirn kann nur einen bestimmten Bestandteil pro Tag erfassen an Informationen. Das sind nämlich am Tag maximal 15 Minuten Neues. Es gibt zurzeit in der Medienlandschaft, in den offenen, in den freien Medien, sage ich mal, in Social Networks, gibt es so viel Informationen. Das alles zu filtern ist für ein menschliches Gehirn nicht möglich. Informiert euch, googelt es, guckt bei YouTube, googelt nach TTIP, googelt nach TISA. Was ist das? Stellt Fragen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Ich finde es großartig, hier zu sein. Macht weiter so. Du bist der Beste, du bist nachher nochmal gefragt. Das weißt du, am offenen Mikrofon. Hey Leute, also ich war ja auch auf dem Lauf und wir standen vorhin vor dem SPD-Gebäude. Und ich habe dann einfach mal was vorgelesen, das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Und zwar habe ich mal gefragt, ich frage jeden einzelnen Abgeordneten in diesem Haus, ich spreche euch persönlich an, wo seid ihr? Wo ist eure Menschlichkeit? Wo sind eure Reden für den Frieden? Ich bin mir sicher, für den echten Frieden. Ich bin mir sicher, auch euch fällt schon lange auf, dass ihr etwas Ich bin mir sicher, dass auch schon seit euch schon seit langem auffällt, dass hier etwas schief läuft. Dass das keine Demokratie ist, sondern wohl eher eine gut verpackte Diktatur, in der Paragraphen durch Unterparagraphen einfach wieder aufgehoben werden. Es werden Gesetze verabschiedet, über die nicht einmal abgestimmt wird. In diesem System ist die Würde des Menschen nicht unantastbar, sondern mit Füßen getreten. Auch eure Würde und Rechte werden missachtet und übergangen. Es werden Entscheidungen über unser aller Köpfe hinweg getroffen. Schließlich tragen wir alle noch einen Personalausweis. Auch ihr. Könnt ihr eigentlich ruhig schlafen in der Nacht, wenn ihr mit offenen Augen und Herzen in die Welt schaut? Ich kann es nicht und ich sitze nicht im Parlament. So aus meinem menschlichen Verständnis heraus müsste euch euer Gewissen unglaublich plagen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt eins. Ich persönlich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich nur etwas Unschönes oder Gemeines denke. Geschweige denn mir vorzustellen, mein eigenes Volk, meine Kinder, Eltern und Freunde mit Chlorhuhn, Fracking, Chemtrails, GMOs, Aspartam, Fluor und so weiter zu vergiften. Dies alles geschieht in eurem Namen. Wie könnt ihr das verantworten? Könnt ihr euch überhaupt noch selbst im Spiegel anschauen? Ich meine, dass ihr uns nicht anschauen könnt und wollt, das kann ich in gewisser Weise verstehen. Denn vor uns habt ihr euer Gesicht schon lange verloren. Wenn ihr uns gegenübertretet, bliebe euch womöglich nichts anderes übrig, euch als Menschen zu bekennen und euch neben uns zu stellen, anstatt Marionetten eines Systems zu sein, in dem auch ihr einfach austauschbar seid. Ist das wirklich eure Wahl?
Ist das die Vision eines Menschen, der für die Demokratie einsteht? Meine ist es nicht. Und auch nicht die derer, die mit mir dort waren. Ja, bitte! Wir stehen hier für den Frieden, die Freiheit, die Gerechtigkeit und die Gleichheit unter allen Lebewesen und Lebensformen. Wir haben internationalen Besuch. Ich möchte euch gerne einen netten Herrn Thierry vorstellen. Und er stellt sich selber vor, wo er herkommt. Wartet ab. Eieiei. Ich bin von Holland, den Nederland. Mein Name ist Terry. Das Wunderbare von diesen Leuten hier in Berlin ist, dass das ist nicht etwas Politikers. Das ist ein Bürgerinitiativ. Nicht links, nicht rechts, nicht oben, nicht unten. Ich soll mal sagen, was ist ja ganz belangreich für alle hier. Sie haben Kinder, wenn sie keine Kinder haben, sie haben Arbeit. Die lokalen Leute, die lokalen kleinen Betrieben und die mittelgroßen Betrieben, die haben euch nötig. Wenn sie all das Geld spendieren in die großen Shops, dann konkurrieren die kleinen Betrieben alle weg. Aber sie sollen sagen, da ist kein Alternativ, da sind Alternative. Aber sie sollen es informieren, was es gibt. In Holland haben wir jetzt möglich gemacht, dass wir Betrieben, kleine und mittelgroße Betrieben organisieren in Kooperationen. Wir zahlen mit regionales Geld, zinsenfrei Geld. Und das Neue, was wir jetzt erfunden haben in Holland, das ist noch nie möglich gemacht. Wir haben Euro inwechselbar, eigenes Geld. Danach haben wir auch noch die Möglichkeit, dass es zinsenfreie Kredite gibt. Versuch mal nachzudenken, was möglich wird, wenn wir kleine und mittelgroße Betriebe mit zinsenfreien Krediten investieren. Dann gehen die Preise, die gehen nach unten. Dann können die konkurrieren gegen die große Anlagen hier alle. Die nehmen die Arbeit weg, die gehen mit Automatisierung, das Geld geht alles weg. Lasst uns diesen Platz zu einem Ort der Aufklärung werden, einem Ort der Vernetzung, einem Ort der Hoffnung. Wir sind es, wir sind der Schlüssel, wenn wir solidarisch und in Respekt und Liebe miteinander umgehen. Hier ist dieser Platz, lasst ihn uns lebendig machen. Genau. Und überlegt mal bitte, was hier vor 25 Jahren auf diesem Platz passiert ist. 800.000 Menschen haben den Alexanderplatz bevölkert. 800.000 DDR-Bürger. Und haben dem System den Finger gezeigt. Und haben gesagt, so geht's nicht weiter, wir wollen Reformen. Was daraus geworden ist, ist eine ganz andere Geschichte. Es geht nur darum, es hat geschafft, was keiner für Möglichkeiten hat. Die Menschen, als genügend auf der Straße waren, haben es geschafft, ein System zu changen, zu wechseln, zu beenden, was auch immer. Überlegt bitte, in welcher Tradition wir versuchen zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Und nicht nur montags und dienstags und mittwochs und donnerstags und freitags und samstags und sonntags, sondern auch am 8. Tag und am 9. können wir uns ausruhen. Bis dahin, beteiligt euch, ihr seid herzlich eingeladen. Vielen Dank. Ganz genau so. Und an dieser Stelle übergeben wir wieder an die Band, denn ihr seid einfach jetzt wirklich, ihr seid reif für Musik. Und wir haben jetzt einfach bloß einen Song geschafft, ihr habt bisher. Und unsere Band ist ganz heiß darauf, euch weiter mit cooler Musik zu versorgen. Also wir übergeben wieder und viel Spaß beim Zuhören. Wir legen direkt los, oder? Ja, wir machen einfach auch mal direkt weiter. Hallo Rü, wie geht's dir? Hi Rü. Wir sind zu dem Thema gekommen, Aufklärung, weil wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, wie lange wollen Sie noch weiter in die Regenwälder abholzen? Wie viel Gift wollen Sie noch in unser Essen pumpen? Wie lange lassen wir uns das alles noch gefallen? Wie viel kostet diese Zukunft? Sie sagen, Geiz ist keine
Bürgern schieben Gelder in die Schweiz. Diese Welt hat ihren Preis, die Gehälter sind verteilt. In den Herzen dieser Menschen ist es kälter als du meinst. Und der Reiche ist so reich, dass er selber nicht mehr weiß, wie viel Geld er jetzt eigentlich hat. Doch er will immer mehr, immer noch mehr davon. Und obwohl er doch eigentlich viel hat, will er immer noch mehr davon. Was werden wir denn sagen, wenn wir eines Tages Eltern sind? Unsere Kinder werden fragen, wo die alten Wälder sind. Warum sie dort verhungern, aber hier die Welt im Geld ertrinkt. Warum ein Mädchen vor die S-Bahn springt, wird selbst die beste Pille bitter wird. Wir wollen den Frieden und wir wollen eine Zukunft für unsere Kinder, wo es auch noch ein Stückchen Natur gibt. Ich verstehe das einfach nicht, dass diese Großkonzerne denken, wir sind so dumm und lassen uns das jahrhundertelang alles gefallen. Ich finde, es wird Zeit, auf die Straße zu gehen. Aber wenn wir was verändern wollen, dann habe ich noch ein kleines A Cappella-Credo für euch. Wollt ihr das mal hören? Es ist schon wirklich seltsam, schau ich mir diese Welt an. Ich will was verändern. Also fange ich bei mir selbst an. Danke, dass ihr gekommen seid. Der nächste Song ist eigentlich rhetorisch gemeint. Es geht um Geld oder Liebe. Was ist eigentlich wichtiger? Wir werden sehen. Wie ihr seht, haben wir uns für die Liebe zur Musik entschieden. Und das geht so. Es tut mir leid, Mama, ich wollte nie, dass du weinst. Bitte verzeih, Mama, so viele Krisen daheim. Ich war so wütend auf die Welt, auf die Schule und die Religion, die Politik, die Heuchelei, sie sucht dich, die Rebellion. Sag mir, was hier los ist, kein Plan, ich starte nur. Ich glaube, wir lernen vieles erst auf die harte Tour. Das, was ich heute weiß, heute kann und heute macht, hab ich nur geschafft, weil ich verdammt gute Freunde hab. Du warst so sorgenvoll, wenn ich mal nicht weiterkam. Doch ich kam immer weiter, manchmal hat nicht reicht mein Plan. Im Endeffekt weiß man nicht, wohin die Reise geht. Geld oder Liebe oder was ist, wenn auch beides geht. Irgendwann wurde mir klar, dass ich was ändern muss. Ich machte mir von diesem Tag an nicht länger Druck. Das Gleichgewicht zu halten ist eine hohe Kunst. Viele stressen sich zu Tode, was ist los mit uns? Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt kein Kompromiss. Oder doch, oder nein, Mann, ich weiß es noch nicht. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt kein Kompromiss. Oder doch, oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Welchen Weg soll ich nehmen? Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Weg soll ich nehmen? Du weißt ganz genau, es ist so hart zu leben. Welchen Weg soll ich nehmen? Welchen Weg soll ich denn heute jetzt schon nehmen? Welchen Weg soll ich nehmen? Ist es Geld oder Liebe? Diese Liebe, die mir Kraft gibt, an solchen Tagen, wo es tief in der Nacht ist. Manchmal fehlt die Harmonie und da klappt nichts. Einer von alle vereint, wenn man schwach ist. Jeder hat seine Dämonen im Kopf. Diese Welt ist abgefuckt, ohne ein Gott. Und die Politikchefs, die über unsere Gelder verfügen, verwickeln uns geschickt im Netz einer Welt voller Lügen. Du weißt, was ich meine. Wir fühlen beide das Gleiche, konfrontiert mit den Zeichen. Und nicken meistens zur Seite, fighten alleine. Für diese gleißenden Scheine zerfallen zur Asche im Wind, treiben leise ins Freie. Ich schweige eine Weile und lass die Wolken vorbeiziehen. Seh die goldenen Zeiten und folge den Beispielen der Helden und Götter, wie sie die Sagen beschreiben. Wenn ich reich werde, dann nur mit den Armen zu zahlen. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist, hey. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder doch, oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder doch, oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Welchen Weg soll ich nehmen? Welchen Weg? Geld oder Liebe? Sie sammeln Geld, doch für wen es alles? Sag mir, welchen Weg soll ich nehmen? Du weißt es, es ist nicht leicht zu verstehen, wie bei den meisten Problemen das Geld über deine Zukunft entscheidet. Ich will diese Welt mit meinem Herzen sehen. Eine Welt, in der die Menschen sich nach Wärme sehnen und viele Ziele über Berge stehen, gegen Pferd bestehen, weil hier nur Berge zählen. Doch wenn ich wär, ist es nicht einfach gelingt. Es macht vielleicht keinen Sinn, aber ich bleib wie ich bin. Ich sah so viele Menschen fallen, die die Liebe mal verlassen hat. Und aus Liebe wurde Hass gemacht. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder doch, oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht. Sag mir, was hier los ist. Sag mir, was hier los ist, ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder doch, oder nein, Mann, ich weiß es doch nicht.
Welchen Weg soll ich nehmen? Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Weg soll ich nehmen? Geld oder Liebe? Welchen Weg soll ich nehmen? Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Weg soll ich nehmen? Ist es Geld oder Liebe? Das, was ich heute weiß, heute kann und heute macht, hab ich nur geschafft, weil ich verdammt gute Freunde hab. Es geht auch mit Freundschaft, Freunde der Sonne. Man braucht nicht für alles Geld, wie man sieht. Wir wollen Liebe, du sagst es, Julian. Und deswegen geben wir auch Liebe. Wir gehen einfach auf die Straße und sagen, nein, sorry, ciao, allein. Geht doch selber in den Krieg, Leute, wenn ihr unbedingt wollt, ihr tollen Politiker. Yeah. Frei sein, schwerelos, guter Tag, um rauszugehen. Sie ist sehr müde und versucht dir gerade das auszureden. Geben sie Befehle und sie decken dich mit Regeln. Ein ewiges Gerede, sie bezwecken nur das Gegenteil. Sie stresst und vereinsamt, übernächtig und leicht krank. Du hast recht, denn du lässt dich nicht einfangen. Tut mir leid, dass wir keine Bürokraten sind. Eure Welt doch bevor, als wird ihr farbenrecht. Liebe es zu sehen, wie die Wolken sich teilen. Deine Augen dann schimmern in einem goldenen Schein. So sollte es sein und immer weitergehen. Wenn wir beide uns sehen, bleiben die Zeiger stehen. Sie wollen das nicht verstehen und quatschen mich andauernd voll. Ich stelle mir dabei vor, wie ein Zug vor einer Mauer. Niemand bringt mich aus, da wo ich bleibe, relax und sage ja, 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 doch eigentlich weg. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von euch lernen, unser Leben ist Stress und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von euch lernen, unser Leben ist Stress und wir sind hier, um zu sterben. Ich lass mich nicht einsperren. Ich lass mich nicht einsperren. Bitte lasst euch nicht einsperren. Sie lieben sich selbst und du musst gehorchen. Überziehen diese Welt mit Frust und Sorgen. Du sollst mitmachen und dich einreihen. Doch wir sind keine Sklaven, nein, wir wollen frei sein. Bitte glaub mir, ich schreib dir hier keinen Aufsatz. Ich vertrau dir und weiß, dass du allein auf dich aufpasst. Sie denken negativ und bezweifeln auch dann. Und dann wirst du von einem Verrat, den du am meisten vertraut hast. Schon klar, sie wollen nur das Beste für dich. Darum fesseln sie dich, doch merk nicht, dass Schlechtes für dich. Dieser Track ist für dich und hol dich da raus. Ich seh, wie du ihn anhörst, mit Schutz erhoben im Haupt. Ehrlich, ich geb keinen Fick, was die anderen denken. Denn es ist mein Leben und nicht das der anderen Menschen. Yeah, du weißt, was ich denke. Dann lass uns einfach weg, denn ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von euch lernen, unser Leben ist Stress und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von euch lernen, unser Leben ist Stress und wir sind hier, um zu sterben. Also lasst euch niemals einsperren, uns wollen auch immer wieder Leute sagen, schneid dir die Haare so, zieh das und das an, du musst genau und so reden und denken, na? Weil wir leben, was wir lieben, ihr lasst uns wie von allein diesen Weg zu verlassen, würde ich mir niemals verteilen. Siehst du die Eltern daheim, wie sie die Kinder anschreien? Für solche Fälle hab ich immer zwei Mittelfinger dabei. Ihr wart auch mal jung, warum vergesst ihr das? Bleibt mal locker und fallt uns nicht mit eurem Stress und lasst. Das System ist krank und hat sie angesteckt. Doch ich mach da nicht mit, ich bleib frei von dem ganzen Dreck. Ist schon okay, wenn ihr negativ denkt, aber bitte zieht uns da nicht rein. Sind wir nur hier, um zu sterben? Wir sagen ganz klar nein! Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von euch lernen, unser Leben ist Stress und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von der Sterben aus der Leben ist Stress und wir sind hier, um zu sterben. Also lieber Jens, geh nach Hause, setz dich hin, hör auf Musik zu machen, hör auf zu demonstrieren, guck in die Röhre, bring ja eh alles nicht. Ja, bringt sowieso nichts. Ich lass mich nicht einsperren. Oh, ich lass mich nicht einsperren. Bitte lasst euch nicht einsperren. Also niemals gegen sein eigenes Herz entscheiden. Folgt euren Träumen, Leute. Dankeschön. Danke auch an all die Menschen, die das hier organisiert haben. Auch an die friedliche Teilnahme der Polizei. Ich finde das gut, dass wir das hier alles durchführen können in Deutschland. In anderen Ländern ist das nicht so möglich, wenn man mal nach China schaut.
oder was weiß ich, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich bin aber jetzt mal gespannt, ein paar Informationen zu bekommen, hier auf der Straße, die man von den Medien nämlich nicht so kriegt. Denn die Medien sind alle gekauft, das habe sogar ich inzwischen begriffen. Vielen Dank, dass ihr das hier alles möglich gemacht habt. Komm, macht mal einen lauten Applaus hier für all die Organisatoren im Hintergrund. Für alle, die sich hier engagieren. Für die Leute vom Marsch hier. Die Leute, die die Plakate machen. Wunderbar. Danke, Jens. Und zwar würde ich gerne an der Stelle unsere neue zusätzliche Moderationsdame mit einbinden wollen. Und wenn es ginge, Dr. Thom, besteht die Chance, dass wir das dritte Mikrofon auch bekommen? Danke. Wir sind dann ab jetzt zu dritt, weil wir finden nämlich, dass wir viel zu wenig Frauenpower auf der Bühne haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wollt ihr Frauenpower? Na, gucken wir mal. Auf jeden Fall machen wir das so. Die Balance ist gut, komm her. Das ist Edith. Edith, ich möchte kurz an der Stelle, bevor wir dann weitermachen, sozusagen in unserem... Ja, ich sag trotzdem schon mal was an zu dem Thema. Ich habe heute bei Facebook was gepostet. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von den Aktivisten es mitgekriegt hat. Ich war heute im Curvy-Camp. Oh Mann. Kuvri-Camp in der Kuvri-Straße in Kreuzberg. Die Bewohner dieses Kuvri-Camps haben am Donnerstag Bescheid bekommen, dass ihr Platz am morgigen Tag geräumt wird. Also die haben nicht mal eine Woche Zeit gehabt dafür. Es ist ziemlich sicher, dass die Polizei oder wer auch immer morgen kommt und den Platz räumt. Das Schlimme ist, guckt euch die Bilder an, guckt euch die Bilder im Internet an. Ich habe ganz viele Fotos hochgeladen. Ihr könntet gerne nachsearchen. Dete Horst heiße ich da bei Fahrzeuge. Guckt euch die Bilder an und jeder, der morgen Zeit hat, ist aufgefordert, aufgerufen, friedlich zu protestieren, dass das morgen geräumt wird. Also wir wollen da vor Ort gucken, dass wir da irgendwie zumindest zeigen können, dass wir damit nicht einverstanden sind. Danke erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ja, schön, dass ihr noch alle da bleibt. Ich weiß, viele von euch laufen hier einfach nur vorbei und bleiben dann mal stehen und hören uns kurz zu. Und wir fragen uns eigentlich immer, warum gehen die Deutschen denn nicht auf die Straße? Es geht so viel schief hier in diesem Land. Das mit dem Mindestlohn kriegen sie nicht richtig gebacken, aber die Diäten können sie sich erhöhen. Ja? Diese ganze Verarsche und Fremdbestimmung von vornherein. Und ein junger Mann hat einen ganz tollen Spruch auf Facebook gepostet, den ich jetzt hier mal vorlesen möchte. Und ich finde, der Vergleich sagt eigentlich alles. Die Deutschen sind wie die Hobbits im Auenland. Wir wollen gar nicht sehen, dass das Böse naht. Wozu also zum Schicksalsberg latschen? Spülen wir den Ring noch einfach die Toilette runter. Es geht nicht nur um die Häuser, die halt die Menschen da in den vergangenen Jahren für sich gebaut haben, die beispielsweise wegen einer Krankheit oder aus verschiedenen Gründen kein anderes Zuhause haben können, sondern es geht auch um dieses kleine Stück Paradies sozusagen, um die Pflanzen und die Tiere auch, die dort leben, Eichhörnchen, Vögel und so weiter. Also könnte man so sagen, zwei- und vierbeinige Tiere sind dort. Also ja, das wäre schön von euch, wenn ihr halt da die Zeit nehmen könnt. Und ja, daneben möchte ich halt etwas für euch so über mich sagen, weil viele fragen mich öfters, wer ich so eigentlich bin, wohin ich komme. So, ich komme aus Ungarn, da in zwischen die Berge geboren. Und ja, ich lebe hier, ich denke viel nach, weil ich seit meiner Kindheit eine Krankheit habe, der mir ermöglicht hat, die Dinge ein bisschen anders sehen. Und wo ich so oft in dem Bett da nichts tun konnte, außer lesen. Wir hatten keinen Strom gehabt. Und hat ja, in meiner Kindheit hat sich etwas geändert. Etwas, was mir ermöglicht, Dinge anders sehen und wahrnehmen, als ihr das macht. Ich verstehe das, die Bäume auch, ja, dass die leiden von uns. Ja, die leiden von unseren Missachtung. Obwohl die für uns alles geben, die sind so intelligent. Die müssen niemandem etwas antun, ja, überleben können. Die können extreme Dinge überleben, jahrelang unter dem Schnee warten, beispielsweise im richtigen Moment, ein einziges Blüte machen. Und wir sagen, oh, Pflanzen, die sind da nicht. Die fühlen nicht, die denken nicht. Ach nö. Glaubt ihr wirklich, dass es für einen Baum nicht wehtut, wenn ihr da
ein Ast abschlachtet. Doch, das tut für die Pflanzen weh. Ich wünsche mir eine Welt, in der der Mensch wieder mehr wert ist als Geld. Was wünscht ihr euch denn? Möchte jemand, was ist dein Wunsch? Die Welt soll dir füllen. Sehr gut. Macht jemand einen Wunsch? Ich wünsche mir, dass auf der Welt kein Mensch mehr durch Krieg oder Hunger sterben muss. Das ist letztendlich das, worum es mir immer ging. Schon seitdem ich denken kann, wurde mir immer erzählt, ja, das gehört irgendwie zum Leben dazu. Ja, aber das will ich nicht akzeptieren, weil ich nicht glaube, dass es so ist. Das ist eigentlich mein einziger Wunsch. Und das alles Wirtschaftliche damit zusammenhängt, braucht man, glaube ich, auch nicht mehr so großartig erklären. Aber kann man trotzdem machen. Danke. Wenn die Menschen ihre Stimme erheben würden, dann bräuchten wir das auch nicht. Dann wäre es auch nicht so. Du hast bestimmt einen Wunsch. Garantiert. Jeder. Bitte trau dich, bitte trau dich. Ich wünsche mir Frieden für alle Menschen auf dieser Welt. Dankeschön. Danke. Danke. Noch jemand einen Wunsch? Ich wünsche mir eine Welt, wo man nicht hingestarrt wird, bloß weil man in Containern geht, weil man sich das Essen nicht mehr leisten kann. Ey, alle 4 Sekunden stürzen Kinder in Unterernährung, wir schmeißen jedes Jahr 80.000 Tonnen Fressen und noch mehr weg. Und soll ich eh mal Containern gehen, muss ich dafür 4 Monate im Knast raus. Ey, ich glaube, ich faul. Das stimmt, wir können herzlich verpflanzen und wir können zum Mond fliegen, aber wir können nicht jedem zu essen geben. Schön. Irgendwas stimmt hier nicht. Und noch jemand wohl. Bianca, das ist vor allen Dingen der Albtraum, wo wir so ein reiches Land sind. Warum gibt es bei uns noch arme Menschen, frage ich. Hat noch jemand einen Wunsch? Hier. Weißt du, was in Auschwitz am Tor steht? Aber in der Freiheit. Jeder hat einen Wunsch. Wir müssen die Welt verändern. Sag mal. Das willst du nicht hören, wa? Hey, Alter, hau ab. Ich bin hier denn, eine Welt ohne Neid. Das geht nur, wenn du kennst, den komplett beseitigt wird. Das ist unsere Krankheit. Wir lernen auch auf jeden Fall. Überhaupt. Ist das weg, dann gibt es auch keine Kriege mehr, dann gibt es auch keinen Hunger mehr. Wir kriegen das alles selber in die Hand. Werdet zu Anarchisten. Aber googelt ja mal, dann findet das mal heraus, was das genau heißt. Weil wir beide noch keine Ahnung, was das heißt. Anarchia ohne Herrschaft. Genau. Die Herrschaft des Menschen über den Menschen hat wohl ausgedient. Hier hat noch jemand einen Wunsch. Richtig, das ist ganz richtig. Okay. Da frage ich mir, was hier Freeport zu suchen hat, dieser Raubkapitalist. Ja, das fragen wir uns auch übrigens. Wer hier überhaupt einkauft, der gibt es ja selber schuld, dass weiterhin dieser... Ja, lauft mal mit euren Papiertüten. Gefangenen im Gefängnis. Oh, ich habe eine ganz lange Agenda. Also, ich schmeiß mal einen kurzen Wunsch. Ja, also, ich schmeiß mal nur 5 Stichworte rein, die jeder sich vielleicht merken kann und zu Hause mal nachguckt. Bedingungsloses Grundeinkommen. Keine Gentechnik, kein TTIP, kein TISA, kein CETA, ACTA oder TAFTA. Das sind alles Freihandelsabkommen, die uns in die komplette Sklaverei treiben. Googelt mal nach, informiert euch, lest euch. Eins von den Sachen könnt ihr euch garantiert merken. Super, vielen Dank. Hier sind aber noch mehr Menschen. Komm, Leute, ihr habt alle einen Wunsch. Ihr hört uns alle zu. Ihr seid für Frieden und eine bessere Welt. Wer hat noch einen Wunsch? Ich wünsche mir, dass Deutschland eine große Sicherheit hat. Dass alle Leute sicher wohnen und dass Deutschland, dass die Leute aber nicht an Kriminalität nicht leiden muss und dass Deutschland auch. Und dass die Polizei auch alles in den Griff kriegt und dass Deutschland sich alle bleibt. Wir wünschen uns das für die ganze Welt, nicht nur für Deutschland. Okay, noch Leute mit Wünschen hier. Hier! Reichlich, hier. Reichlich. Da. Bianca, du hast richtig zu tun komm, hier. Komm. Euer Leben geht gerade erst los. Ihr wollt doch eine bessere Welt. Was wünscht ihr euch? Was wünscht euch für die Zukunft? Was alle schon gesagt haben. Genau deswegen sind wir hier. Hi, ich bin Sebastian. Ich habe einen ganz großen Wunsch, der eigentlich ein ganz kleiner ist. Ich will mich jeden Tag daran erinnern, wie vollkommen, wie schön, wie wunderbar das Leben eigentlich ist, wie genial die Natur alles organisiert. Ich möchte mich nicht daran erinnern, was wir Menschen für einen Albtraum aus diesem Leben gemacht haben, indem wir dieses abstrakte Konstrukt Welt geschaffen haben. Ich möchte mich daran erinnern, ein Stück Natur zu sein. Ich möchte mich daran erinnern, wie genial das ist, wie schön und wie einfach. Und
Das ist eigentlich mein Wunsch und ich lade euch ein, da einfach mitzumachen. Dankeschön. Danke, Sebastian. Es gibt noch mehr Leute, die einen Wunsch haben. Ich wünsche eine Welt ohne Missbrauch und Vergewaltigung. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Hat hier noch jemand einen Wunsch, bevor wir weiter ins offene Mikro geben? Lieder noch so viele Wünsche. Lieder mit Bürgerkind. Hier ist noch ein Wunsch. Na, ich wünsche mir, dass ihr so weitermacht. Wir machen seit 10 Jahren, sind wir als Montagsthema auf der Straße. Wir freuen uns, bei euch mitmachen zu dürfen. Und ich habe einen Herzenswunsch mit meinen 63 Jahren, dass ich das vielleicht noch erleben kann. Abschaffung aller politischen Parteien. Das, was die NSA mit uns macht, wollen wir bitte schön umdrehen. Denn wir wollen das Volk sein. Wir wollen über alles mitbestimmen, abstimmen an den Computern. Kommunal ab 10.000 Euro Steuergelder, das ist nämlich unser Geld. Und bundesweit ab 100.000 Euro möchte ich, dass wir bestimmen und kein Korrupter und kein Lobbyist. Danke. Das ist meine Meinung. Okay. Jungs, ihr seid dran. Danke, Bianca. Du bist die rasende Reporterin des Tages. Also ich möchte, für Bianca hätte ich gerne Applaus. Danke, bitte. I can't believe that we will never learn. There is so much wrong out here, and most of us don't care, but it's your home, it's your earth. So give your hand, give your song, and give it to the world, to the one you love. This is your home. We need to come together to change the world. We need a new one where we ever love. Give your heart, give your soul, it's your home. The news, can you see this? The world is sick, and I know it's hard to fight against it. Money rules the world, and like machines, we are running in this cage. We are lying to ourselves. Give your heart and give your soul.
Darum geht es in dem Song. Kümmert euch drum. Das ist euer Zuhause, euer Leben. It's your home. Hier. So stelle ich mir die Medien auch vor. Ferngesteuert. Okay, seht euch das an, und sowas machen die Aktivisten schon seit 5 Wochen jeden Montag, wenn sie ihre Demo-Läufe machen. Und zwar immer zu den Mahnwachen. Und das ist eine von vielen tollen Performances. Ja, ihr wisst, was ich sagen möchte, ja, die jetzt schon in den letzten Wochen abgeliefert wurde. Und der Witz ist, das nennt man Kreativität, glaube ich. Was dort aus der Gruppe hier entsteht. Also an besonderen Ideen, das wird zusammen erarbeitet. Das ist nicht einer alleine, der sich dahin stellt und sagt, das machen wir jetzt so. Nee, das ist eine Gruppendynamik. Und diese Gruppendynamik, das ist das, was wir euch gerne rüberbringen wollen. Teamplay ist das Wichtigste auf diesem Planeten. Nichts anderes zählt. Also das brauchen wir endlich. Alles andere bringt uns nicht ein Stück weiter. Wenn wir hier irgendwelche Parteien beziehungsweise Gruppen von Menschen als über uns bestimmende Wesen nehmen, dann haben wir was nicht verstanden. Weil wir selber sind freie Menschen mit einem freien Willen. Und das sollte euch wieder bewusst werden. Darf ich einen Satz bitte an ganz... Wir haben hier jemanden aus Australien, der gebeten hat, was zu sagen. Der junge Mann spricht allerdings nur Englisch. Also mein Englisch ist ganz gut. Ich versuche das zu übersetzen. Warte. Wenn ich irgendwas nicht weiß und hier jemand gut... Bianca, Englisch spricht, können wir vielleicht helfen. Dave, Picasso, komm mal nach vorne bitte, Dave, komm mal bitte her, wir brauchen Englisch. Wir brauchen Hilfe bei der Übersetzung, weil der junge Mann wird nur Englisch sprechen. Okay, I will try it, but just try to get it a little bit slowlier and make some breaks that I can translate, alright? Okay, no worries. Okay, what is your name? My name is Matt. Also das ist Matt, where are you from? I'm from Sydney. Yes, oh Sydney. Mach mal bitte Applaus für Matt. Okay, just go on. Yeah, look, I don't speak a word of German, but I wanted to say to you all solidarity from Australia. Okay, habt ihr das verstanden? Er spricht kein Wort Deutsch, aber er möchte uns seine Solidarität aus Australien mal auf diesen Weg mitgeben. Keep up the energy. We need to overturn this corrupt and rotten capitalist dictatorship. Also wir sollen uns diese Energie beibehalten und genauso weitermachen, dieses korrupte System kritisieren und weiter mit dieser Energie nach vorne brechen. And we need to replace it with a system where people in their communities make the decisions for their communities. Okay, wir müssen dieses System replazieren mit Communities, also mit Menschen, die sich zusammentun. And those people also make the decisions about their working life. Und selbst die, die Entscheidungen treffen über unser Leben, unser Arbeitsleben, über unser Wesen. Not an economic system that rests above those people. Nicht ein ökonomisches System, das Risiken eingeht und über unsere Köpfe hinweg entscheidet. So, solidarity. Solidarität. Thank you, Matt. Thank you very much. You're welcome. Wir stellen wohl fest, dass das kapitalistische System, was ja schon oft kritisiert worden ist, ursächlich zu sein scheint für gewisse Konflikte, die wir in der Gesellschaft austragen. Und wir wollen später, ich weiß nicht, wie weit der Zeitrahmen das ermöglicht, wann ihr spielt, wie viele Minuten wir haben. Mach mal in Ruhe. 5 bis 10 Minuten sind wir wieder dran. Okay, dann machen wir das nach dem Dings. Eine ganz wichtige Meldung, eine ganz, ganz wichtige Meldung. Hans, ist Hans hier? Hans Hase. Hans Hase, kommt mal bitte ans Mikrofon, das gibt was ganz Wichtiges. Und zwar, wir sind in der Lage, auch auf aktuelle, gerade eben passierte Ereignisse einzugehen. Und der Hans Hase, der Veranstalter der UMOD,
Abkürzung für unabhängige Montagsdemonstration hier in Berlin seit 2004 jeden Montag auf der Straße, muss euch leider etwas berichten, was sehr, sehr wichtig ist. Wir sind hier auf einer Friedensdemo und ich stehe da auch voll dahinter und das ist toll. Es kann nicht angehen, dass ein Mädchen mit dem Vornamen Caroline, die wir seit 10 Jahren kennen, die auf unser U-Boot ist, hier festgenommen wird von der Polizei, weil zwei Menschen, angeblich zwei Frauen, das muss nicht stimmen, sie angezeigt hätte, weil sie einen Joint geraucht hat. Es ist richtig, dass wir hier am Mikrofon niemanden haben wollen, der alkoholisiert ist, das ist bei der U-Boot bei uns auch so, oder der unter Drogen steht. Das muss nicht sein. Aber es kann nicht sein, dass in dem Kreis, die hier zuhören, Menschen sind, die andere Menschen denunzieren. Unsere Caroline sitzt dort hinten in dem Polizeiwagen. Ich habe das gesehen im Augenwinkel, bin mitgegangen und bin von einem Herrn Polizeikommissar Clausen tätlich angegriffen worden. Das hat Folgen. Ich werde diesen Polizisten anzeigen. Wisst ihr, und wir müssen immer unterscheiden zwischen Polizei und Polizei. Es gibt ganz tolle Polizisten. Aber es gibt immer wieder Polizisten, die einfach überziehen. Und es wäre ein einfaches, wenn ich sage, ich kenne diese Person, sie hat wohl offenbar keinen Ausweis bei sich, wird festgehalten, es wird jetzt extra auf Steuergeldern eine Kriminalbeamtin geholt, die sie erkennungsdienstlich behandeln sollen. Ich finde das traurig und ich finde das schlimm, aber ich bedanke mich bei Dete, dass ich euch das sagen durfte. Danke. Bedanke dich nicht bei mir, sondern das ist unser Baby hier, auch dein Baby. Ne? Also übrigens auch nochmal ein Dankeswort an Rainer und Hans. Wo sind sie? Ich sehe euch nicht. Von der U-Mood Berlin. Wo auch immer sie sein mögen, vielleicht, glaube ich, erstmal weg, ja. Vielleicht hören sie uns. Von denen haben wir das nämlich auch viel gelernt. Letztes Jahr hatten wir auch schon mit der Versammlungsbehörde ab und zu Probleme. Aber die Richter haben uns dann Recht gegeben. Und ja, der Mann hat sich viel für uns eingesetzt und engagiert sich viel für junge Leute. Das finde ich gut. Ja, jetzt können wir wirklich anfangen. Der Song heißt In Uns, denn wir fragen uns, was kostet die Zukunft? Aber die Zukunft liegt doch in uns. Sind wir Abbilder, Projektionen dessen, was wir sehen, oder sind wir noch Menschen mit Werten? Und ich habe meine Nachbarin kennengelernt. Und wenn ich wieder ganz alleine durch die Straßen laufe, suche ich etwas Frieden. Momente der Ruhe, weg von Menschen und ihren Lügen. Laufe nachts durch Berlin auf der Ehensuche, auf der Suche nach mir selbst, wenn ich unter Tränen die Welt verfluche. Es ist was schief gelaufen, außer Kontrolle, die Hass geht auf jede Menschen verdunkelt. Blutrot die Sonne, die Tränen der Kinder fallen, die Soldaten, so Boden gespannte Granaten, friedensgesandte Truppen des Staaten. Wir haben den Himmel durch niedrige Toleranzen, unsere Ansichten zu eng für unendliche Diskrepanzen. Wir haben Experten auf 1000 Probleme. Rauchen, trinken, feiern, zu spät, wir lachen wenig und schlechte Zähne. Wir reden nur zu schnell, auf gehen zu spät ins Bett. Stehen zu müde, auflesen wenig, sehen wir fern. Ja, wir beten viel zu selten, wir glauben nicht mehr. Unser Besitz vervielfacht Scheine, doch reduziert unseren Wert. Wir hassen zu oft und wir lieben hier viel zu selten. Wissen nicht mehr, wie man lebt, schreit den Schrott in unseren Kopf. Die gelben Jahre hinzugefügt, wir können nicht in Jahren leben. Kommen wir heute zum Mond, aber nicht mehr zur Tür von jedem. Wir kennen nicht mal die Nachbarn, verbringen große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf Rasierklingen. Wir können Atome spalten, warum nicht die Spalten uns? Ich weiß nicht, was der Mond bringt. Weißt du, was du? Wir kennen nicht mal die Nachbarn, verbringen große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf Rasierklingen. Wir können Atome spalten, warum nicht die Spalten uns? Ich weiß nicht, was der Mond bringt. Die Zukunft liegt im Mond. In die Tiefe, um zu fliegen bis zum Mond. Doch die Menschen laufen Marmok und die Mieten sind so hoch. Auch die Tiere sind in Not, sie pumpen Gifte in mein Essen. Unser Friede wird bedroht und die Geschichte längst vergessen. 1789, 1. Mai 33, Diktatur wird beseitigt. Es ist wieder mal das gleiche. Diktatur kommt schleichend, Polizei, Gewalt steigend. Hundertschaften prügeln auf dich ein, bis sie alle schweigen. Wo ist die Ehre hin und die Liebe zu dem Volk? Frag dich mal, wer die Maschinen hier bedienen soll. Wer räumt morgens auf, wenn die Reichen wieder feiern? Waren Milliarden für die Banken, aber wir sollen weiter sparen. Wer soll das glauben, ob wir sind eure Fußabtreter? 1994, Abschaffung des Fußometers. Kein Gewissen mehr, ich hol mir meine Zukunft später. Zuckerberg, Hype und er weiß sogar, wen du gewählt hast. Wir kennen nicht mal die Nachbarn, wir bringen große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf Rasierklingen. Wir können Atome spalten, doch nicht die Spalten uns. Ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Weißt du, was du? Wir kennen nicht mal die Nachbarn, wir bringen große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf Rasierklingen. Wir können Atome spalten, doch nicht die Spalten uns. Ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Denn die Zukunft, sie liegt in uns.
funktionierst. Du weißt du, was du tust. Oh, ja. Was soll ich sagen? Ich hab angefangen zu hinterfragen. Politiker streiten sich im Wahlkampf bis wie Kindergarten. Und das macht mir Angst, denn wir kennen das aus den Schattenzeiten. Arbeitslosigkeit steigt, Männer, die zu Waffen greifen. Fragen die Alten, wie es war, was sie heute denken. Ich will keine Rebellion, ich will nur ein Leuchten senden. Hier auf den Straßen und dort auf den großen Bühnen. Jede Nacht träume ich von dem Ort, wo die Rosen blühen. 1, 8, 9, 9, Buren, Krieg in Afrika, wo Lande dichter und denke mit Deutschland zum Waffenstaat. Du musst dich entscheiden, Bild oder Schiller, viele Künstler sterben. Aus der Größe ihrer Bilder 1867, das Kapital sieht uns in seinem Bann. Dank an Fukushima, doch sie fahren weiter den gleichen Plan. Bis der letzte Baum gefällt ist, dieser Botschaft steht in keinem Verhältnis. Wir kennen nicht mal die Nachbarn und bringen große Dinge. Wir laufen über Wasser, dampfen auf Papier klingen. Wir können Atome spalten, doch nicht durch Spalten. Und ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Weißt du, was du tust? Wir kennen nicht mal die Nachbarn und bringen große Dinge. Wir laufen über Wasser, dampfen auf Papier klingen. Wir bringen große Dinge, wir laufen über Wasser, tanzen auf Rasierklingen. Weißt du, wir können Atome spalten, doch nicht entspalten. Und ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Denn die Zukunft, sie liegt in uns. Und erst seitdem wir angefangen haben, uns zu engagieren, wir fragen uns, geht's uns gut? Wisst ihr, was ihr tut? Ja. Machen wir doch einfach weiter. Tanzen wir ein bisschen durch den Regen hier. Ja, jemand hat mal gesagt, die Kunst des Lebens besteht nicht darin, auf die Sonne zu warten, sondern im Regen zu tanzen. Also lasst uns tanzen. Wisst ihr, manchmal geschehen dann Dinge, da wird man verraten von den besten Freunden oder man kriegt Geschichten mit, da denkt man sich, die sind so traurig, da könnte sogar der Teufel heulen. Trotzdem muss man immer wieder aufstehen, denn irgendwann kommt die Sonne wieder raus. Diese Tage sind so dunkel wie mein Herz, man, doch ich kann sie nicht verkaufen. Die ficken mir die Schädel wie Menschen, die an nichts glauben. Ich bin kopfgefickt vom Saufen, kopfgefickt vom Ehren, wenn dich Freunde in einem Zug verraten und von Ehre reden. Ich folg dem Lochruf der Chimären bei Nacht, denn aus der staubigen Tränen hat mir der Tag nie mehr als Leid gebracht. Und ja, es ist ein Kampf, in dem du fällst, wenn du den Falschen hier die Flügel zu deiner Seele verschenkst. Dicker glaubt mir am Ende, gucken sie nur auf sich selbst. Mein Herz ist heute ein Fels, ein Schatten seiner selbst. There's a war going on outside und jeder pisst auf. Das Leben ist ein Einzelkampf, bitte Bro, vergiss das nicht. Sieh aus dem Fenster, siehst du, was da draußen ist? Tote Träume, das ist, was dich draußen frisst. Pass besser auf, Bruder, denn mit dem Teufel zu tanzen ist wie allein bei nach dem Hurricane hinaus, Bruder. Sie brechen dir die Flügel, aber niemals dein Herz. Never make me cry, Tränen im Fels. Nur der Teufel kennt die Wahrheit, draußen zeigt man kein Scherz. Oh, never make me cry. Keiner kennt dein Herz, ganz egal was sie versuchen, sie scheitern an diesem Fels. Der Teufel kennt die Wahrheit, du zeigst nie dein Schmerz. Deine dunkelroten Tränen fließen auf und du dich fährst. Ich wollte fliegen zu den Sternen, wie ein Adler, der nach oben steigt und Träume liegen fern. Ein Schreiben sie im Mondlicht weiß. Ich erinnere mich, Verrat brachte großes Leid, Vertrauen viel schwer und ich bezahlte einen hohen Preis. Du kannst meine Flügel nicht brechen, sie werden heil. Deine Lügen zerbrechen an meinen Texten wie Stein. Schüte dieses Versprechen wie ein Vergessen. Ich schreibe und tanze, wird sich das alles hier rächen, rächen. Ich glaub nicht klar, dieser Schmerz ist so groß. Und ich frag mich jeden Tag, wie werde ich ihn los? Dieser Berg ist so hoch. Trainieren und mich vorbereiten, Sterne im Visier. Ich bin geboren, um mein Wort zu halten. Ich lasse euch nicht allein, meine Stärke kehrt zurück. Und wir folgen einer Fährte Richtung Glück. Schon häufig gefallen, dennoch werde ich beschützt. Meine Flügel könnt ihr brechen, doch mein Herz kriegt ihr nicht. Sie brechen dir die Flügel, aber niemals dein Herz. Wer bemerkt, weil Tränen in dem Fels. Nur der Teufel kennt die Wahrheit, draußen zeigt man kein Schmerz. Sie brechen dir die Flügel, aber niemals dein Herz. Eventuell zu warten.
Wir haben uns gefragt, wie viel kostet denn diese Zukunft, wenn sie die Regenwälder abholzen, wenn Menschen sich umbringen, aus dem 18. Stock springen, vor irgendwelche S-Bahn springen, weil der Druck in dieser Gesellschaft zu groß wird. Wie viel kostet denn diese Zukunft, Frau Merkel? Sie sagen, Geiz ist kalt, schieben Geld an die Schweiz. Diese Welt verliert ihren Preis, die Gehälter sind verteilt. In diesen Herzen dieser Menschen ist es kälter als du meinst. Und der Reiche ist so reich, dass er selber nicht mehr weiß, wie viel Geld er jetzt eigentlich hat. Doch er will immer mehr, immer noch mehr davon. Und obwohl er doch eigentlich viel hat, will er immer noch mehr, immer noch mehr davon. Was wir zusammen eines Tages Eltern sind, unsere Kinder werden fragen, wo die alten Wälder sind. Warum sie dort verhungern, aber hier die Welt im Geld ertrinkt. Warum ein Mädchen vor die S-Bahn springt. Wenn selbst die beste Pille wird verwirkt, wo sind die Helden hin? Früher gab es Ritter hier. Was passiert, wenn dein Traum zu deinem Schicksal wird? Der Tod ist wie ein Schatten, doch bis heute ist mir nichts passiert. Und ich feier diesen heutigen Tag mit ein paar Freunden im Park. Man liegt frei mit dem Wasser, Sonne scheint durch die Bäume und schickt leuchtende Strahlen. Momente wie diese kann man mit Gott nicht bezahlen. Wie viel kostet die Zukunft? Gibt es Hoffnung auf Zuflucht? Oder geht Gott in Berufung? Und ich warte auf dein Zeichen. Wo bist du? Ey, bitte komm zurück zu uns, wir vermissen dich. Diese Welt ist so dunkel. Ohne dich, und was sollen wir tun? Sie verkaufen die Zuflucht der Kinder für Luxus und Ruhm, für Kriege und Flucht, für Profit und Konsum. Du siehst, was sie tun, bitte sag nicht, dass das richtig ist. Ich mach die Augen auf und sehe, wie dieser Junge nach der Lehre in die Lehre fiel. Jeder hat seine Talente und ich wehre sie. Doch dieses Rat Race Wirtschaftsding ist kein faires Spiel. Und mein Vater hat richtig geguckt, das System will ich brechen, ich hab mich nicht geduckt. Und im Business erstrich dich viel Druck. Doch ich mach da nicht mit, ich mach mich nicht kaputt. Schlag die Zeitung auf die negative Presse, weckt den Menschen, die ihr Leben oft nur negativ Interessen. Die verkaufen meine Daten, machen mega die Geschäfte. Und ändern mal eben eine schwerere Gesetze. Wir gehen raus auf die Straße, machen Therapie durch Bässe. Mal mit Kreide bunte Bilder auf jeden ihrer Plätze. Und jeder liebt die Texte, coole Beats und etwas Echtes. Wir ersetzen das, was Schlechtes, durch ein neues Rap-Vermächtnis. Oh, wo bist du? Ey, bitte komm zurück zu uns, wir vermissen dich. Diese Welt ist so dunkel. Ohne dich, und was sollen wir tun? Sie verkaufen die Zuflucht der Kinder für Luxus und Ruhm, für Gier und Blut, für Profit und Konsum. Du siehst, was sie tun, bitte sag nicht, dass das richtig ist. Ich stehe am Steuer, bis ich nicht mehr steuern kann. Und wenn die Kälte kommt, zünden wir ein Feuer an. Freunde, wir begleiten dich beim Neuanfang. Die Zukunft liegt jetzt in eurer Hand. Und in meiner auch, ich baue meine Heimat auf. Früher hab ich kein Vertraut, heute suche ich einfach aus. Schau nicht zu den Geiern drauf. Ich schau, was hier unten geht und halte Wache wie ein Veteran. Das ist eine Runde. Denk an die Menschen, die für andere gekämpft haben. Die ins Rennen starten, für die, die keinen Cent haben. Ihr habt mich schwer inspiriert. Ich bin froh, dass sein Codex im Herz mich regiert. Wie viel kostet die Zukunft? Gibt es Hoffnung auf Zuflucht? Geht Gott in Berufung? Ich kann die Lage nicht begreifen. Und ich warte auf dein Zeichen. Und wo bist du? Ey, bitte komm zurück zu uns. Wir vermissen dich. Diese Welt ist so dunkel. Ohne dich, sag, was sollen wir tun? Sie verkaufen die Zuflucht der Kinder für Luxus und Ruhm, für Krieger und Blut, für Profit und Konsum. Du siehst, was sie tun. Bitte sag nicht, dass das richtig ist. Bin ich 2, 3, sie beschatten dich. Doch das macht mir nichts, ich geh einfach wieder raus. Dreh die Speaker laut, sie hätten das nie geglaubt. Schau vorbei, irgendwo hast du uns sicher schon gehört. Früher war es illegal, die Bullen hat es nicht gestört. Das haben immer mehr Menschen, immer mehr CDs verkauft. Immer mehr bewegt, der Problem trägt die Regler auf. Das alles jetzt genehmigt durch den Mann, der den Wagen fährt. 2014, neue Startkarten. Rap auf der Straße, legendär, Augenblicke bleiben für immer. Was sie wollen, doch wir sind eigentlich Gewinner. Und niemand in uns der Erinnerung. Vielleicht sterbe ich arm, bis dahin bleibe ich für immer, yeah. Sag mir, bitte sag mir, was hier los ist. Bin ich arm oder reich? Oh ja. Ey, sag mir, was die Armut hier bedeutet. Schau, wir haben wenig Geld, doch wir haben unsere Freunde. Also, was? Und der Fass mit der Zeit, ey, sag mir, was ihr die Arbeit hier bedeutet. Schau, wir haben wenig Geld, doch
wir haben unsere Freunde, also was? Bin ich arm oder reich? Mir egal, ich hab Spaß und hab Spaß mit der Zeit, ey. Sag mir, was hier los ist. Oder reich mir egal, ich hab Spaß und hab Spaß mit der Zeit. Also lasst euch nicht aufhalten, um Träume zu leben, braucht man kein Startkapital, man braucht nur gute Freunde. So einfach ist das. Aber man vergisst das in der heutigen Zeit sehr schnell. Schön, dass du mitgesungen hast. Ich würde sagen, dann machen wir mal noch was zusammen hier. Willst du auch mit? Genau, du improvisierst. Singst du auch mit? Singst du auch mit? Komm, ja? Magst du mitsingen? Nein. Okay, du machst es hier so mit der Zuschauermenge. Wisst ihr, das hier ist für alle Optimisten eine Hymne gegen diese Neinsager. Es ist ein schwerelos, guter Tag, um rauszugehen. Sie ist im Judo und versucht, dir gerade das auszureden. Geben sie Befehle und sie decken dich mit Regeln ein. Ewiges Gerede, sie bezwecken nur das Gegenteil. Stresst und vereinsamt, übernächtigt und leicht krank. Du hast recht, denn du lässt dich nicht einfangen. Tut mir leid, dass wir keine Bürokraten sind. Eure Welt kommt mir vor, als wärt ihr farbenblind. Ich liebe es zu sehen, wie die Wolken sich teilen. Und deine Augen dann schimmern in einem goldenen Schein. So sollte es sein und immer weitergehen. Wenn wir beide uns sehen, bleiben die Zeiger stehen. Sie wollen das nicht verstehen und quatsch mich andauernd vor. Ich stelle mir dabei vor, wie ein Zug vor einer Mauer rollt. Aber niemand bringt mich aus der Ruhe, ich bleibe relaxed und sage ja, 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 doch eigentlich weg. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von euch lernen, aus der Leben ist Stress und wir sind hier und wir sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von euch lernen, aus der Leben ist Stress und wir sind hier und wir sterben. Ich lass mich nicht einsperren. Oh, ich lass mich nicht einsperren. Bitte lasst euch nicht einsperren. Bitte lasst euch nicht einsperren. Sie lieben sich selbst und du musst gehorchen. Übertrag diese Welt mit Frust und Sorgen. Du sollst mitmachen und dich einreihen. Doch wir sind keine Sklaven, nein, wir wollen frei sein. Bitte glaub mir, ich schreib dir hier keinen Aufsatz. Ich vertrau dir und weiß, dass du allein auf dich aufpasst. Wir denken negativ, bezweifeln auch das. Und dann wirst du ein Referat, nur du am meisten vertraut hast. Schon klar, sie wollen nur das Beste für dich. Darum fesseln sie dich, doch nenn mich das Schlechte für dich. Dieser Track ist für dich und hol dich daraus. Ich seh, wie du ihn anhörst, ein stolz erhobener Traum. Ehrlich, ich geb kein Fick, was die anderen denken. Denn es ist mein Leben und nicht das der anderen Menschen. Yeah, yeah. Und du weißt, was ich erlebe. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren, ihr seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von der Sterne aus der Leben nicht stress und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von der Sterne aus der Leben nicht stress und wir sind hier, um zu sterben. Ich lass mich nicht einsperren. Ich lass mich nicht einsperren. Bitte lasst euch nicht einsperren. Weil wir leben, was wir lieben, geht alles wie von allein. Diesen Weg zu verlassen würde ich mir niemals verzeihen. Siehst du die Eltern daheim, wie sie die Kinder anschreien? Für solche Fälle hab ich immer zwei Mittelfinger dabei. Ihr wart auch mal jung, warum vergesst ihr das? Bleibt mal nach und fallt uns nicht mit eurem Scheiß verlassen. Das System ist krank und hat sie angesteckt. Doch ich mach da nicht mit, ich bin frei von dem ganzen Dreck. Ist schon okay, wenn man negativ denkt, ja, aber bitte und zieht uns da nicht rein. Sind wir nur hier, um zu sterben? Wir sagen ganz klar nein. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von der Sterne aus der Leben gestresst und wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von der Sterne aus der Leben gestresst, wir sind hier, um zu sterben. Ihr wollt. Yo, cool, dass ihr geblieben seid. Tanzen wir im Regen. Yeah. Wir tanzen in dem Regen, liebe Welt. Wir tanzen aus. Ihr wollt, dass wir leben wie ihr. Ihr lasst euch einsperren und seid deswegen frustriert. Was soll? Wir von euch lernen aus Erleben des Stress und wir sind hier, um zu sterben. Nicht mit uns. Yeah. Thank you.
Ich habe ihm schon gesagt, komm mit rüber.